Wir sind in Cincinnati, Ohio. Hier hat uns Nanette zu sich nach Hause eingeladen. Hi, welcome to Barbie's World. Na, oder wohl besser gesagt, was noch davon übrig ist. In diesem 55 Quadratmeter Apartment wohnt die selbsternannte Real-Life Barbie seit 2 Monaten. Ich war 20 Jahre lang Hausfrau und Mutter. Ich habe keinen Cent nach der Scheidung gesehen. Auch wenn das absurd klingt, ich hatte nicht mal Möbel oder Klamotten. Ich musste komplett bei Null anfangen. Noch vor 3 Jahren lebte Nanette mit ihrem Ex-Ehemann, einem gut bezahlten Anwalt, und ihren 5 Kindern in dieser Luxusvilla in Kentucky. Er erfüllte ihr jeden Wunsch. XXL-Kleiderschrank, Barbie-Haus, Barbie-Auto. Mein Ex-Mann hat mich komplett unterstützt und auch finanziert. Er hat es geliebt. Mehr als ich wahrscheinlich. Und er bezahlte auch ihren irren Beauty-Wahn über fast 30 Jahre. Denn so sah Nanette vor über 80 Beauty-OPs mal aus. Ich würde sagen, es hat gut 1 Million Dollar gekostet. Vor 2 Jahren dann die Scheidung, die in einem erbitterten Rosenkrieg endet. Sogar Medien berichten über den geplatzten Traum der einstigen Luxus-Barbie. Mein Ehemann hat mich vor die Tür gesetzt. Er war im Haus und hat beobachtet, wie ich alles zusammenpackte. Das war der blanke Horror. Über Nacht wird aus der Luxus-Barbie die Pleite-Barbie. Nach der Scheidung ist Nanette, die 20 Jahre Hausfrau war, kurzzeitig sogar so mittellos, dass sie obdachlos wird. An einem bestimmten Punkt hatte ich kein Geld mehr. Musste sogar im Auto auf der Straße übernachten. Bis mir jemand Unterschlupf gewährte. Das ist bis heute traumatisch für mich. Hier in den Straßen Cincinnatis kommen schlimme Erinnerungen hoch. Das Gefühl, obdachlos zu sein, ist fürchterlich. Ich wollte auch keinem zur Last fallen. Nicht mal meinen Eltern. Es hat mir vor Augen geführt, dass man von einem Tag auf den anderen alles verlieren kann. 2000 US-Dollar muss sie allein monatlich für ihre Wohnung aufbringen, für sich alleine. Die Kinder leben mittlerweile alle beim Vater, weshalb sie auch keinen Unterhalt kassiert. Und deshalb hat sich die Pleite Barbie ein neues Geschäftsmodell geschaffen. Nach der Scheidung hatte ich kein Auto mehr. Dieses hier habe ich gemietet und damit verdiene ich jetzt mein Geld. Ich fahre Uber. Als Uber-Fahrerin macht Barbie wieder Schlagzeilen. Ich bin die heißeste Uber-Fahrerin der Welt. Nanette sitzt täglich hinterm Steuer. Ich liebe es. Ich weiß, es hört sich verrückt an. Es gibt Tage, an denen ich bis zu 18 Stunden fahre. Und sie verrät uns, Leute erkennen sie und das ist durchaus lukrativ. Ständig bekomme ich zu hören, du bist doch die Barbie. Ich habe auch schon Heiratsanträge bekommen. Das ist lustig. Männer geben mir natürlich besonders viel Trinkgeld. Manchmal mehr, als die ganze Fahrt gekostet hat. Bis zu 400 US-Dollar verdient sie damit angeblich pro Tag. Das Uber-Business ist ihre letzte Rettung, denn Nanette hatte über Nacht alles verloren, will jetzt noch mal von vorne anfangen. Nur auf eins kann und will sie nach wie vor nicht verzichten. Ich bin definitiv süchtig nach Schönheits-OPs. Über 80 Eingriffe hat sie bereits hinter sich. Der Schönheitswahn der heute 50-Jährigen startet schon in ihrer Teenagerzeit. Kennst du mich noch? Ich habe damals mit 18 Jahren angefangen. Ich habe in dem Restaurant Hooters gekellnert. Und dort hatten all meine Kolleginnen gemachte Brüste. Deshalb wollte ich das auch. Und so steckt sie jeden Cent, den sie heute als Uber-Fahrerin verdient, in neue absurde Beauty-Treatments. Wir begleiten sie zum nächsten. Ich will die Lippen ein bisschen größer machen.
Ich würde lieber eine Woche nichts essen, statt auf Lipfiller zu verzichten. Okay, das kostet $650 für einen Milliliter. Tja, dafür muss die pleite Barbie aus Cincinnati auch in Zukunft ordentlich hinterm Steuer schuften.